Mit Herz trinke ich da meine eigene Milch. Ich glaube, die schmeckt richtig gut. Und das ist ja sogar gesund und so. Digga, was geht denn jetzt ab? So, warum nicht, Alter? Er ist doch voll der Cheat. Ich trinke auch jetzt schon so oder so keine Milch. Dann kann ich ja irgendwann meine eigene Milch trinken. Das ist doch voll nice. Junge, stellt euch vor, ihr könntet einfach... Bruder, sie denkt auch, da kommt irgendwie Bärenmarke Haarmilch raus, Junge. What the fuck? Einfach... Phoebe, was geht ab? Ein Bunker in euren Körper, wo ihr Apfelsaft rauspressen könnt. Aus dem Schwanz wäre geil. Würde ich mega feiern. Dann würde ich da immer dran nuckeln halt vom Ding. Aber... Also wegen dem Apfelsaft halt, you know, wäre mega fresh. Den Apfelsaft, perfekt. Digga, stell dir vor, dein Schwanz ist ein Apfelsaft-Dispenser. Bruder, das wäre so cool. Und aber so auch jeder Nippel wäre auch ein anderes Getränk nochmal. Digga, das wäre so cool. Du bist dann einfach so ein Soda-Fountain, Bro. So eine Nachfüllstation bei Subway. Aber einfach to go. Check dir das, das ist schon smart, was sie sagt. Müsst ihr nichts mehr machen. Wer würde das dann nicht trinken, hä? Digga, das ist schon ein Big Fact, was sie sagt. Wenn das actually Getränk wäre, wäre super sick. Bro, du bist zu invested. Ja, vielleicht. Digga, stell dich vor, aus eurem Nippel würde Apfelsaft kommen. Aus eurem anderen Nippel würde Mineralwasser rauskommen. Und ihr könnt euch so eine Apfelschorle machen. Digga, es wäre so krass. Digga, es wäre so krass. Und dann irgendwie, weiß ich, aus eurem Pimmel kommt so O-Saft raus oder so. Junge, es wäre so crazy. Digga. Und dann stell dich vor, Homies sind da, Bro. Und ihr sagt so, fuck man, ich habe voll vergessen, was zu trinken zu kaufen. Ah, shit. Ja, oder noch besser, aus eurem Pimmel kommen Eiswürfel raus. Digga, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus, jetzt haben wir's. Es wird ein bisschen schmerzhaft, die Eiswürfel durch den Kock zu pressen. Aber, Digga, am Ende des Tages tut man alles für eine gute Apfelschorle, oder?